Ich stelle noch was ein. Tut mir leid, es dauert gerade ein bisschen. Ich überlege gerade, ob ich das machen soll. Na, wir lassen das mal weg. So, erstmal vielen Dank für die ganze. Geht schon wieder voll ab hier. Komm, ich lasse das weg. Ich wollte eigentlich jetzt auch den Tibi Lives, also den Tibi, die Tibi-Page posten als Link. Dann könnt ihr da auch unterstützen, wenn ihr möchtet. Aber ich habe mir gedacht, ich lasse das mal. So. Alter, wer haut denn hier schon das raus? Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. So, sonderlich lange werde ich mir jetzt streamen, maximal eine Stunde oder so. Und auch bloß ein bisschen Gelaber. Ich habe mir nichts Genaues überlegt, was wir machen wollen. Ich bitte um Entschuldigung. Was macht die Diät? Ich habe tatsächlich schon 500 Gramm abgenommen. Ich weiß, lächerlich. Nee, läuft gut. Läuft gut. Also ich habe ja erst seit 2 Tagen überhaupt die Möglichkeit, endlich mein Gewicht zu erfassen, weil ich hatte ja keine Waage. Ja, und jetzt schauen wir halt mal. So. Irgendjemand schreibt dir gerade Moin, wie geht's? Und auch dafür ein herzliches Dankeschön. Übrigens, ich habe gestern, ich bin gestern nicht groß drauf eingegangen mehr, aber ich habe das auch gestern gar nicht mitgekriegt, muss ich dazu sagen. Das war irgendwie gegen Ende des Streams, muss es gewesen sein. Da hat mir noch jemand ein Universe geschickt, ein TikTok Universe. Das ist so ein ganz, ganz großes, krasses GIF Award Teil. Ein richtiges Monsterteil, das irgendwie voll teuer ist. Kostet irgendwie 300 oder sowas. Voll krass. Also vielen Dank für die Unterstützung. Richtig geil. Fand ich echt cool. Habe ich aber leider erst im Nachhinein gesehen. Habe mich im Nachhinein noch ein bisschen geärgert. Hätte ich das nämlich gesehen, hätte ich mich auch im Stream schon drüber gefreut. So, der Grund, warum ich ein bisschen verpeilt sein darf gerade. Der Grund dafür ist ganz einfach eigentlich. Für mich ist gestern noch heute. Das heißt im Klartext, ich bin immer noch wach. Ich habe so lange. Warte mal, ich muss mal ein bisschen Musik anmachen, dass ich auch ein bisschen was auf den Ohren habe nebenbei. Das wollte ich auch noch machen, seht ihr? Hier. Bisschen Michael Jackson hören. So, genau. Also, der Grund, warum ich wach bin, ist eigentlich recht einfach. Ich bin wach geblieben, weil ich unbedingt das Spider-Man weiterzocken wollte. Und aus einer Mission wurde 2, und aus 2 wurden 4, und aus 4 wurden 8. Und irgendwann wurde aus einer Stunde 2 Stunden und aus 2 Stunden wurden irgendwann 5 Stunden. Und dann habe ich einfach durchgezockt. Habe ich die ganze Zeit durchgezogen. Deswegen bin ich noch total müde jetzt. Und ich hatte eigentlich um 1 ungefähr hatte ich überlegt, pennen zu gehen. Habe mir dann aber ganz ehrlich gedacht, ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt pennen gehe, dann stehe ich wieder nachts um 2 auf und das will ich nicht. Und deswegen habe ich es gelassen und jetzt bin ich halt, und ich war auch eigentlich die ganze Zeit jetzt recht wach. Jetzt im Stream wird wahrscheinlich die Müdigkeit richtig zuschlagen, ich merke es auch gerade. Aber bis jetzt war mein Verstand auch die ganze Zeit gefordert. Bei Spider-Man ist jetzt halt irgendwie voll das Denkspiel oder so, aber ich habe optische Eindrücke und optische und akustische Signale an meinem Gehirn und bin halt deswegen dauernd. Dauernd, ja, nicht gefordert, aber halt die ganze Zeit halt irgendwie am Denken und am Tun und am Machen und dann schlafe ich nicht so leicht ein. Jetzt hier im Stream ist so die Sache, da denke ich meistens nicht sonderlich viel drüber nach, da labere ich einfach irgendeine Scheiße. Ja? Klassisches Beispiel dafür, dass ich nicht viel in der Rübe habe. Ja. Und ich werde jetzt einfach heute um, naja, achte jetzt nicht, weil ich jetzt ja streame für eine Stunde. Aber ich denke, ich werde heute noch einen Stream machen, dann werde ich noch ein bisschen Kleinigkeiten machen und dann zwischen 10 und 11 werde ich ins Bett gehen.
Eine Sache, die für mich ein bisschen unangenehm ist, ist euch das jetzt zu sagen. Nicht, weil es irgendwie voll lächerlich ist, dass ich so spät schlafen gehe, dass ich so lange jetzt wach gemacht habe oder durchgemacht habe, sondern lächerlich fand ich jetzt, oder finde ich jetzt von meiner Seite aus, dass ich, Angst, dass ich euch das jetzt erzähle, habe ich deswegen, weil ich sehr lange das nicht machen konnte. Ich konnte sowas nicht sagen, ich konnte sowas nicht zeigen oder machen, weil jedes Mal, wenn ich das gesagt habe oder gezeigt habe, dann habe ich jedes Mal Schiss gehabt, dass irgendwelche Idioten in dem Zeitraum, wo ich schlafen gehe, vor meiner Tür stehen und dann kann ich wieder nicht schlafen. Was natürlich dafür sorgt, dass ich extrem bemüht bin. Und deswegen ist es mir immer noch unangenehm, wenn ich sowas erzähle oder erwähne. Wenn ich anfange zu lallen, wisst ihr jedenfalls Bescheid. Ja, die Hater hacken jetzt wieder auf meinem IQ rum von 85. Aber dabei muss man darüber nachdenken, dass ich mit 85er IQ mehr erreicht habe als viele, die einen höheren IQ haben. Da würde ich nicht mal drüber lachen, wenn ich einen höheren IQ hätte. Billie Jean. Mal kurz zu der Sache mit dem Intelligenztest. Ich habe das auch auf YouTube schon erzählt. Ich habe ja eine psychologische Untersuchung machen sollen, vom Gericht angeordnet wegen meiner Verurteilung, zu dem Zeitpunkt war es noch keine Verurteilung, sondern wegen meinem Auftritt vor Gericht, weil ich ja vor Gericht musste, weil ich mich gegen die Hater die letzten 10 Jahre so verteidigt habe und auch Leuten aufs Maul gehauen habe. Und deswegen musste ich zum psychologischen Gutachter gehen. So. Und bei der Gelegenheit wurde auch gleich ein IQ-Test mitgemacht. Es war allerdings jetzt nichts Großes oder so. Das war ein ganz normaler kleiner IQ-Test. Hat ein paar Stunden gedauert. 3 Stunden oder so. Und mehr war das nicht. Ja, es war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie stundenlang irgendwas gemacht haben. Oder einen ganzen Tag. Ein richtiger großer IQ-Test, der geht ja nicht ein paar Stunden, sondern der geht ja einen ganzen Tag. Oder manchmal sogar über mehrere Tage, je nachdem, wie groß er ist. Und bei dem IQ-Test kam eben raus, dass ich einen IQ von 85 habe. Der IQ ist aber nicht hundertprozentig messbar in der Hinsicht, weil ich einmal die ADS und die Legasthenie habe. Und das wurde damals von einem anderen Psychologen, der mit mir keinen Intelligenztest gemacht hat, wurde ja damals behauptet, beim ersten Gericht, bei der ersten Verurteilung, wurde damals behauptet, ich hätte eine Intelligenzminderung. Die ist jetzt mit der neuen psychologischen Untersuchung weg vom Tisch. Also keine Intelligenzminderung. Mein IQ ist relativ niedrig, aber mein IQ ist deswegen so niedrig, weil ich eben durch die Lernschwäche gehandicapt bin. So wurde das erklärt. Und demnach ist es nachvollziehbar. Ich habe in bestimmten Bereichen auch besonders gut abgeschnitten. Was dann halt auch den IQ wieder hochheben würde. Aber aufgrund dessen, dass ich ja in anderen Bereichen so relativ schlecht aufgrund meiner Lernschwäche und meiner Konzentrationsschwäche abgeschnitten habe, bin ich dementsprechend schlecht gewesen. So. Und einfach aus Spaß hat es mich immer mal interessiert, wie hoch mein IQ ist. Und ich muss ganz ehrlich immer sagen, ich hatte immer gehofft, dass mein IQ ein bisschen höher ist. Ich hatte ja keine Ahnung, wie hoch er ist. Einfach nur, damit die Hater die Schnauze halten. Aber ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist kein Witz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh darüber, dass mein IQ nicht so hoch ist. Ich bin froh darüber, dass mein IQ nicht auf 100 oder so ist oder auf dem Durchschnitt. Weil wäre mein IQ auf dem gleichen Durchschnitt wie bei den meisten Menschen und vor allem gleich wie bei den Hatern, dann müsste ich mich ja mit den Typen in einen Topf werfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt es an meinem begrenzten IQ, dass ich so dämlich bin und nicht verstehe, warum sowas, was Hank Loser und andere Hater abziehen, lustig ist. Ich verstehe das nämlich nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. Es gibt aber auch Leute, die ich kenne, die einen höheren IQ haben und die verstehen das auch nicht. Und es ist letzten Endes so, dass es aber halt einfach total lächerlich ist. Es ist total lächerlich, so eine Scheiße abzuziehen und die ganze Zeit hier rumzustressen, weil man die ganze Zeit sagt,
ich habe so einen hohen IQ, ich bin so geil und du bist so schlecht, weil du hast so einen geringen IQ. 85, nicht 58 übrigens. Und selbst wenn er 58 wäre, dann wäre ich immer noch schlauer als alle Hater zusammen. Einfach nur deswegen, weil die Hater wieder ihren Kindergarten durchziehen. Ja? Ich meine, in meinem Ernst, wie kann ein Mensch, der von sich selbst behauptet, dass er intelligent ist, so einen Scheiß abziehen, wie den die Leute mit mir die letzten Jahre abziehen? Das ist nämlich eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Ja? Vielleicht liegt es, wie gesagt, an meinem begrenzten IQ. Vielleicht fehlt mir einfach der entsprechende Teil des IQs, der dafür zuständig ist, dass man sich wie ein Irrer aufführt. Oder dass man totale Scheiße baut. Vielleicht fehlt mir dieser Teil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dann bleibe ich lieber auf dem IQ von 85 sitzen und benehme mich wie ein vernünftiger, intelligenter Mensch, auch wenn ich es nicht bin. Anstatt mich mit einem höheren IQ hinzustellen und mich wie ein Vollidiot aufzuführen. Da sollte man mal drüber nachdenken. Wusstet ihr übrigens, dass wenn man sich, ich weiß den genauen Zeitraum nicht, war es eine Minute? Wusstet ihr, dass man unweigerlich einschläft, wenn man sich eine komplette Minute nicht bewegt? Oder waren es 10 Minuten? Es kann auch sein, dass es 5 Minuten waren, ich weiß es nicht mehr. Aber einen bestimmten Zeitraum, wenn man sich einen bestimmten Zeitraum lang nicht bewegt, schläft man automatisch ein. Habe ich mal irgendwo gelesen. Fand ich irgendwie coolen Fakt. 15? 15 Minuten war das, da war es 15 Minuten. Finde ich auf jeden Fall einen coolen Fakt. Jetzt schreibt jemand 8 Minuten. Ich weiß es nicht. Also 8 Minuten glaube ich nicht. Das war schon eine relativ runde Zahl. Oder wurde es ja aufgerundet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich finde das einen coolen Fakt. Ja. Ich finde es einen coolen Fakt, dass wenn man sich eine bestimmte Zeit lang nicht bewegt, einschläft. Ich kann leider echt, ich kann den Stream echt nicht lesen. Ne? Das ist so schnell. Bin am Überlegen. Die Sache ist, man kann halt auch einen Timer reinstellen, ne? Dass der Chat langsamer ist. Oder geht es hier gar nicht? Scheint hier gar nicht zu gehen. Es geht bestimmt irgendwie. Ich Pinlife hat Rosen geschickt. Dankeschön. Der Markus hat YouTube irgendwelche Sachen geschickt. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Auf jeden Fall vielen Dank für die Unterstützung. Auch an die Ju an Julian. Falls ihr euch fragt, was bei mir gerade für Musik läuft, bei mir läuft gerade bei mir läuft gerade Ding. Jetzt beknackt. Michael Jackson läuft bei mir gerade. Boah, mir sieht man den Schlafmangel auch echt an, ne? Aus, dass alle Hater unter einer Sonne, Alter. So, 99 Geschenke bekommen. Vielen Dank für die ganze Unterstützung. Florian, nee. Namen konnte ich jetzt gar nicht so schnell lesen. Vielen Dank auf jeden Fall. Der Stream dürfte eigentlich nicht laggen. Ich bin nur höllisch müde. Ich bin noch nicht im Bett gewesen. Ich bin seit gestern. Wann bin ich denn gestern aufgestanden? Ich habe lange geschlafen gestern. Bis 2, glaube ich, habe ich geschlafen. Du bist der Beste. Wie ich immer wieder sage. Die Besten seid ihr, meine Zuschauer, die Leute, die mich unterstützen. Ob damals oder heute, egal. Die Menschen, die mich unterstützen, sind die Menschen, die die Besten sind. Weil ohne euch wäre ich nicht der Mensch, der ich bin und wäre schon gleich gar nicht da, wo ich bin. Ihr habt mich die letzten 10 Jahre unter anderem auch geprägt. Ja, das kommt davon, wenn ich ein neues Game habe, da bin ich immer am Suchten. Nee, ich penne nicht, aber ich schlafe immer fast ein gerade, weil ich gerade nicht genug zu tun habe. Es hat auch, bis jetzt hat es auch überhaupt keine Probleme gegeben, eigentlich. Ich habe nicht einmal irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich gleich wegpenne. Aber jetzt gerade bin ich echt in so einem richtigen Tief gerade. So, mal die Klimaanlage umstellen, dass die mal voll mich anbläst. Dass es mal ein bisschen kühler wird. Weil es ist hier drin so warm gerade, dass ich gleich einschlafen könnte. Danke für die Unterstützung, Leute. Ihr haut wieder hier voll raus. Vielen, vielen Dank. Ist halt voll krass, ey. Wir haben schon wieder 2058 Views.
Ähnlich wie aus Diamanten. Bin so müde, ne? Das ist unglaublich. Jetzt schlägt die Müdigkeit voll zu, Alter. Glaubt ihr echt, ich spiele ein Theater oder was? Was sieht durch die Tänze gehen unter meinen Augen, Alter? Ich merke das immer. Ich merke das immer nicht, bis ich dann kurz so. Hö? Das Problem ist, wenn ich minimal in Gedanken bin, dann fange ich an, von meinen Gedanken in den Traum überzugehen. Und dann bin ich kurz vorm Wegnicken. Kurz bevor ich dann richtig einpenne, wache ich wieder auf. Das ist echt doof. Könnt ihr jetzt mal bitte aufhören, hier dauernd im Stream und Chat zu beleidigen, meinen Namen zu beleidigen, meine Existenz zu beleidigen und mir die Kratzer in den Hals zu wünschen? Könnt ihr euch mal nicht wie vernünftige Erwachsene und möchte gern intelligentere Menschen als mich hinstellen? Ihr wollt immer alles so schlau sein und ihr habt es immer nötig, rumzubeleidigen. Ganz ehrlich, ey. Was ist denn das für eine lächerliche Witzfigur, wer sowas nötig hat? Wir haben übrigens auch Mods. Ich weiß nur nicht, wer das alles ist und ob da jemand da ist. Ich habe mehreren Leuten irgendwann mal einen Mod gegeben, die bei mir immer kommentieren. Scheint aber bislang noch keiner gemerkt zu haben. So, danke für die ganze Unterstützung, Leute. Boah, ob ich eine ganze Stunde durchhalte, weiß ich vorher echt noch nicht heute, ne? Naja, fast eine halbe haben wir ja schon mal geschafft. Dragon Monday würde ja nur auf Mo auf. Eigentlich wäre jetzt nächste Woche der Dragon, also morgen der Dragon Monday gekommen, aber Dragon Monday kommt ja immer nur auf YouTube. Wisst ihr was? Wir machen, glaube ich, den Stream Schluss, oder? Ich hatte eigentlich echt vor, noch eine Stunde, also eine ganze Stunde zu streamen, aber Alter, ich kipp hier echt um. Ich werd's nochmal. Ja, ich. Wie gesagt, ich habe seit gestern durchgemacht. Ne? Und gerade weil ich durchgemacht habe, bin ich jetzt im Eimer. Eigentlich muss man dazu sagen, hatte ich gar nicht vor zu streamen. Ja. Ich hatte gar nicht vor zu streamen, habe aber dann gedacht, ja, jetzt habe ich die letzten Tage jeden Tag gestreamt, jetzt schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht und wer weiß, wann ich das nächste Mal zum Streamen komme, ob ich morgen zum Streamen komme. Jetzt die kommende Woche habe ich einiges geplant. Privater Natur, da muss ich einiges klären, auch wegen YouTube und so weiter und auch wegen Twitch, weil da bin ich ja auch gesperrt wegen Hatern, obwohl ich da eigentlich gar nicht gesperrt sein dürfte, weil ich damals keinen dauerhaften Bann bekommen habe, auch wenn die Hater das glauben. Das habe ich damals so verbreitet, das stimmt aber nicht. Egal. Ich schaue zwar in den Chat, aber ehrlich gesagt, ich lese irgendwie nur jedes 20. Wort oder so, weil ich es irgendwie gar nicht richtig realisiere. Das wird sich über mein Gewicht lustig gemacht. Das ist auch sehr erwachsen. Außerdem macht euch so lange lustig drüber, wie ihr könnt. So, es reicht jetzt. Jetzt bin ich wieder fast eingeschlafen. Okay, Leute, es tut mir leid. Es tut mir echt leid, Alter. Ich bin echt so müde gerade. Ich werde jetzt Schluss machen, dann werde ich noch eine Kleinigkeit erledigen und dann werde ich pennen gehen. Weil es muss halt sein. Also es ist jetzt dann doch. Eigentlich wollte ich eine Stunde streamen, das hat jetzt aber nicht geklappt. Eigentlich wollte ich gar nicht streamen heute. Aber jetzt habe ich gedacht, ich streame jetzt doch mal eine halbe Stunde, aber das funktioniert nicht. Also ich kipp hier so weg. Ich habe auch nicht damit gerechnet, muss ich sagen, dass ich wegkipp, weil ich eigentlich den ganzen Tag jetzt fit war. Aber das lag halt wirklich wahrscheinlich daran, dass ich einfach mich so aufs Spiel konzentriert habe und einfach aufs Spiel fokussiert war. Und da habe ich dann halt keinen Sinn für was anderes gehabt. Na gut, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream, im nächsten Video wieder mit dabei. Und ja, hat gearbeitet. Ja, wenn dir das nicht passt, dann schau doch einen anderen Streamer. Meine Güte, reg dich halt über Kindergarten auf. Reg dich über deine eigene Dummheit auf. Du schaust den Stream und regst dich darüber auf, dass du den Stream schaust. Was ist denn mit dir falsch? Ja, ich meine, wer hat dir denn vergessen, im Hirn umzurühren? Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch für die Unterstützung. Wir hatten heute 2890 Supporter. Wir hatten heute 2890 Diamanten, so rum. Und genau, wir haben
Wir haben auch 118 neue Follower. Alter, was zur Hölle? Und wir hatten insgesamt 8860 Zuschauer insgesamt. Also schon eigentlich nicht schlecht dafür, dass ich bloß ganz kurz online bin. So, dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei, im nächsten Video wieder mit dabei. Und bis dahin, euer Drache, haut rein und tschö tschö.